Willkommen in der 1.20.1, jetzt auch in Askalon. Ja, dies ist Hussein 186. Wir werden. Ach, warte mal, ich war doch in der letzten Folge schon in der 1.20.1. Okay! Immer noch willkommen zurück in der 1.20.1 in Askalon. Ja, also in der Folge werden wir natürlich auch wieder nach neuen Sachen suchen. Vorher baue ich hier am Schloss weiter. Ach, ich habe vergessen, das Intro in schnellere Geschwindigkeit abzuspielen. Na, jetzt ist egal. Ich wundere mich schon, warum dauert das Intro jetzt so lange. Na egal. Wo war ich? Ja, ich mache allerdings immer wieder mit dem alten McMonday weiter. Und wenn ich dann da ein bisschen was beregelt habe, bin ich hier wahrscheinlich in der Endphase, so im Schloss und kann da was. Quatsch, nicht im Schloss, nicht mehr im Schloss und kann da vielleicht live berichten, was da gerade vor sich geht. Jetzt allerdings erstmal Minecraft Tuesday 23 im März 2020. Um dem Hashtag Mager-Anspruch auch in dieser Woche gerecht zu werden, erstmal nur eine Runde farmen. Weiter aus der Kategorie Hashtag Mager. Damit hier unten in der Mine keine Monster mehr spawnen und diese lieber in die Monsterbirke gehen, muss ich hier alles zuslabben. Das wird zu dunkel. Daher mache ich noch Fackelsäulen. Ja, Tobi, ich weiß, dass ich es nicht mehr hell machen muss, wenn es schon geslappt ist. Aber so gefällt es mir besser. Ja. Und für das teuerste aller Exponate muss extra noch der Keller erweitert werden, der Museumskeller. Es wird nämlich ein echtes Wollmammut geliefert, das viele Diamanten teuer war, während Kahn und Alsarin sich im Lustgarten vergnügen. Ja. Husti 24, immer noch März 20. Umzüge sind immer schwer, vor allem wenn man mit Vodafone zusammenarbeitet. Also, es hieß, Internet kommt an Tag 9. Also, um genau zu sein, muss ich nur in der neuen Wohnung den Router anschließen. Der Router wurde aber erst an Tag 11 geliefert. Da hatte ich keine Zeit, ihn einzubauen. Das ging dann erst an Tag 13. Und dann kam kein Internet. Also rief ich bei Vodafone an. Anruf 1. Das Kabel ist sicher defekt, holen Sie sich bei Saturn ein neues, das wird Ihnen erstattet. Bei der Gelegenheit schwöre ich Ihnen mit Vergnügen einen neuen, besseren und günstigeren Vertrag auf. Dafür wird Ihnen dann ein weiterer Router geliefert. Ich kaufte kein neues Kabel. Ich bemerkte nämlich, dass ich den Router falsch rumstehen hatte und daher das gewünschte Blinksignal nicht sah. Aber auch dann ging noch kein Internet. Anruf 2. Also, dieser Vertrag, den Sie per Anruf 1 abgeschlossen haben, der ist ja totaler Schwachsinn. Ihr vorheriger Vertrag ist doch viel besser. Ich storniere den neuen Vertrag mal, der Router wird bei Ihnen trotzdem ankommen, einfach Annahme verweigern. Wegen Ihres Problems sollten Sie mit einem Techniker reden, einfach wieder hier anrufen und diesmal nach einem Techniker verlangen. Inzwischen war Tag 14. Anruf 3. Nein, einen Techniker finden Sie nicht, wenn Sie hier wieder anrufen. Dafür müssen Sie schon bei den Technikern anrufen. Ich gebe Ihnen die Nummer. Anruf 4. Ich bin ein Techniker und sende Ihnen jetzt sofort eine SMS mit möglichen Terminen, wann ein Techniker bei Ihnen vorbeikommen kann. Die SMS ließ einige Stunden auf sich warten und der Techniker konnte frühestens an Tag 18 kommen. Tag 16. Vodafone ruft mich zur Arbeitszeit an. Nö, da gehe ich nicht ran. Tag 18. Vielleicht war das ja doch wichtig. Ich rufe mal zurück. Also Anruf 5. 10 Minuten Warteschleife, dann wird einfach aufgelegt. Anruf 6. Ja, eigentlich wollte ich nur wissen, ob Sie dazu auch direkt einen Fernanschluss haben wollten. Nein! Der Techniker sollte also zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr kommen. Um 14:50 Uhr kam Anruf 7. Der Techniker ist bereits in Ihrem Ort. Wann würde es Ihnen denn passen? Hallo, ich warte schon seit 3 Stunden auf ihn. Seit über 3 Stunden. Naja, als er dann kam, suchten wir weitere 2 Stunden nach Empfang, bis wir dann bemerkten, dass das Kabel im Wohnzimmer unterbrochen war. Langfassung ist im Umzugsblock. Oh, der ist allerdings nicht mehr online, glaube ich. Naja, falls es jemand Interesse hat, einfach Bescheid sagen. Aber der Laptop fand noch immer kein Signal. Warum? Das dauerte erneut einige Stunden. Ich hatte mein WLAN in beiden Wohnungen gleich benannt, damit es sich direkt automatisch verbinden konnte. Aber ich durfte nicht das gleiche Passwort verwenden, weil das Passwort der alten Wohnung so unsicher war. Es hatte gar kein Sonderzeichen. Es hatte kein Sonderzeichen. Daher muss ich das Passwort durch ein Sonderzeichen erweitern und es sind nun 2 verschiedene Passwörter. Und das war das ganze Problem. Gleicher Netzwerkname, aber anderes Passwort. Statt einfach zu sagen, falsches Passwort, heißt es nur, ich kann mich mit dem Netzwerk nicht verbinden.
Ja, so viel zu Vodafone. Das ist der Grund für die dafür, dass jetzt nur sehe, welche Nummer war das? 24. Nicht so viel passiert ist. Und dann kam Corona. Eigentlich ein Garant dafür, dass ich mehr Zeit hätte, hier zu posten und so. Denn soziale Kontakte sollen gemieden werden. Stattdessen soll man isoliert zu Hause sein. Online-Zocken und Discord bietet sich da an, um nicht total zu vereinsamen, wenn man alleine lebt. Kanu hat für das, was uns noch bevorstehen wird, sogar extra einen Todessprung in Ascalon ins Leben gerufen. Ja. Minecraft wusste 25, immer noch März 2020. Mein Gelände wird durch die Grenze gerade klar definiert. Im Inneren der Grenze sollte ein sicherer, monsterfreier Raum entstehen. Daher will ich das Gelände etwas zivilisieren. Ein kleines Straßensystem, genug Beleuchtung, erstmal der Birkenwald weg. Eigentlich wollte ich ja alle Bäume stehen lassen, aber die Birken wirken echt mitgenommen. Bevor jetzt jemand sagt, das liegt an der Monsterbirke, das war schon vorher so. Die Birken wirken, als wäre hier jemand oftmals von Creepern überrascht worden und hätte keinerlei Grund gesehen, die Schäden hinterher wieder auszubauen. Haben wir solche Menschen auf Ascalon? Auf jeden Fall beginne ich nun gesa den gesamten Birkenwald zu roden. Das wird neue Baugrundstücke geben. So, es wäre natürlich echt praktisch, wenn ich im Pen and Paper Haus jetzt Birkenholz bräuchte. Aber leider benötigt der Boden hier Eiche und Fichte. Ja, die Produktionsketten waren zum Glück noch nicht gestoppt, sodass ich zumindest für Grassy Lou viele Kameras und Beleuchter geliefert bekam, während Tobi sich zur Abwehr von Corona ein riesiges Prismarienschwert baute. Dann kam der Zuschauerraum dran. Hier sitzen leider schon zwei Creeper. Die muss ich aufgrund des Kontaktverbots von mehr als zwei Personen aber leider des Hauses verweisen, um dann den roten Vorhang auf der Bühne aufzuhängen. Ja, und dann fing ich noch an mit Hashtags Slabben gegen Corona. Und dann ging's ja so richtig los. Die Bundesregierung hat ein Kontaktverbot erwirkt. Da wir zu viert sind, den sich nicht abmeldenden Altsarin habe ich bereits exkludiert. Sind vier zu viele. Man darf sich nur noch zu zweit treffen. Und aus diesem Grunde beginne ich eine große Corona-Reise. Tobi verkauft mir eine Karte zu einer Mansion. Anfangs begleitet er mich sogar auf dieser langen Reise ohne Wiederkehr. Zu zweit darf man ja sein. Doch nach wenigen Metern schwingt er sich auf seine Elytra und fliegt nach Hause zu seiner Wiederkehr. Ich aber laufe weiter. Durch Stock und Stein, durch Tag und Nacht. Ich gehe so weit, dass ich sogar natürlich gespawnte Bienenstöcke finde. Kann ich die eigentlich auch ohne Behutsamkeit abbauen? Nein. Sie gehen kaputt und die Bienen werden sauer. Meine Reise geht weiter. Ich finde einen weiteren Bienenstock. Vielleicht habe ich mehr Erfolg, wenn keine Bienen in dem Bienenstock sind, die sauer werden können? Nein. Der Bienenstock geht trotzdem kaputt und die Bienen werden trotzdem sauer. Weitere Bienenstöcke auf der Reise lasse ich mal lieber in Ruhe. Auf der weiteren Reise finde ich ein Naturschutzgebiet, eine Mesamine und viele, viele Dörfer. Plötzlich sagt mir die Karte, dass die erste Koordinate richtig ist. Euphorie! Ich denke nicht daran, dass ich für die andere Koordinate ja unter Umständen nochmal genauso lang unterwegs sein muss. Und da Nacht ist, warte ich lieber vorher, sehe auf den Tag, ich mitten in der Nacht in eine Mansion stürze. Doch dann kommen Ertrunkene und zerstören mein Boot mit einem Dreizack. Dann muss ich die Nacht wohl doch mit Ertrunkenen Bashing verbringen. Am Tag nun ging es durch den Wald und ich merkte nun, dass ich ja noch die zweite Koordinate finden musste. Also ging die Reise noch lange weiter. Koordinaten nenne ich hier jetzt mal keine. Ich mache Mansion später gerne für alle zugänglich. Lange dauert es. Dann endlich entdeckte ich die Mansion. Hier baue ich mir eine kleine Base und nun erkunde ich es voller Vorsicht Stück für Stück. Ich höre Splitter stöhnen en masse. Die müssen aber weiter oben sein. Das Erdgeschoss ist soweit sicher. Ja, das war die Mansion. Aber am Minecraft-Host der 26 ging's weiter. Immer noch März 2020. Wie der Governor zum Ende der dritten Staffel von The Walking Dead das Gefängnis stürmt, so stürme ich am Ende der zweiten Corona-Woche die Mansion. Unscharen an Pillagern, Zombies, Skeletten und Creepern stellen sich mir in den Weg. Doch was ich haben will, das sind die wahren Gefahren der Mansion. Die Illager. Der Kampf geht weiter, denn nun geht es gegen die gefährlichsten Einwohner der Mansion. Die Illager. Sie beschwören kleine Plagegeister, die mich jagen und töten wollen. Mit mehreren jagen sie mich, um mich zu töten. Das Gemeine ist, sie können durch Blöcke hindurchschweben, dadurch sind sie sehr schwer anzugreifen und zu greifen. Besonders gemein sind sie, wenn sie direkt unter dir aus dem Boden kommen. Das ist doch Cheaten!
Sie verletzen dich und verschwinden wieder im Boden. Gemeine kleine Viecher. Was die Illidscher noch können und was ich nicht wusste, Bärenfallen aus dem Boden erscheinen lassen. Plötzlich sind da metallische Fangzähne und wollen sich um meine Knöchel krallen, auf dass die Zähne sich ihren blutigen Weg durch Haut und Fleisch bahnen, bis sie auf Knochen stoßen, auf dass ich dort unter Schmerzen gefangen bin, bis die Plagegeister kommen, um mich von meinen Schmerz zu befreien, indem ich mir den Gnadenstoß verpassen. Doch das ist nicht passiert. Ich kämpfte gegen jeden Gegner, alleine, wie sich das in Zeiten von Corona gehört. Und die größte Bitch war dann eine Witch, die mich beinahe tatsächlich getötet hätte. Mit ihrem widerlichen Hexenlachen war sie in einem Raum mit einem Zombie. Der Zombie war natürlich dumm, wie gewohnt. Ohne Vorsicht stöhnte er auf mich zu, und ich verpasste ihm einen Kopfschuss. Die Hexe aber wartete im Dunkel des Raumes. Sie wusste, dass ich kommen würde, um nach ihr zu sehen. Sie wartete nur, um mir einen ihrer gemeinsten Tränke an den Schädel zu werfen. Aber so blöd war ich nicht. Ich machte ein Loch in die Wand, um dorthin durch einen Pfeil zu schießen. Die Hexe aber war auch nicht blöd. Sie nutzte das Loch sofort, um mich mit Gifttrank zu übergießen. Dann kam es zum Showdown. Während meine Lebensleiste immer mehr sank, schoss ich Pfeil um Pfeil um sie. Sie aber trank einen Heiltrank nach dem anderen. Nach anstrengenden Stunden war ich der Sieger. Ich hatte die Witch besiegt. Ich hatte alle Illager besiegt. Auch alle Pillager, alles war ausgeleuchtet. Die Mansion war mein. Und was bekam ich dafür? Zwei riesige Stoffkätzchen im Dachgeschoss. Damit hatte ich nun echt nicht gerechnet. Nun mache ich mich auf den Rückweg. Doch die Mansion wird für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sobald die 1.16 released wurde, werde ich einen Weg durch den Äther bauen. In der 1.15 darf der Äther nicht weiter erschlossen werden. Auf dem Rückweg komme ich an einem total seltsamen Turm vorbei. Dort spawnen Unmengen an Pillagern, so viele, dass man ihn eigentlich sogar als XP-Farm nehmen kann. Oder wenn man mal das böse Omen braucht. Man kann sich bequem auf den Turm stellen und alle Pillager, die ohne Unterlass drumherum spawnen, von oben abschießen. Oh, macht schon Spaß. Aber ich muss ja nach Hause. Es soll eine neue Post geben. Auf dem Rückweg entdecke ich dann noch so einen Turm. Cool. Macht schon Spaß, ja. Ich glaube, ich könnte ja bleiben, bis meine Rüstung und der Bogen den Geist aufgeben. Diesmal ist sogar ein Dorf direkt neben dran. Da kann ich direkt das böse Omen für einen Raid nutzen. Schon bin ich der Held des Dorfes. Und was für wertvolle Geschenke ich in Zeiten von Corona erhalte. Eine Atemschutzmaske. Fehlt nur noch eine Rolle Klopapier. Aber diesen Schatz habe ich ja bereits in meiner Villa. Etwas später. Es ist, als wäre ich jahrelang unterwegs gewesen. Dieses schier unendliche, isolierende, Kontaktverbot einhaltende Quarantänereise zur Mansion mit all ihren Abenteuern. Doch nun bin ich zurück und es ist gar nicht so viel Wasser von der Mosel in den Rhein geflossen. Wir sind nun am Beginn der dritten Corona-Woche in Deutschland. Zu Beginn der vierten Staffel von Walking Dead werden selbst Überlebenden der Zombie-Apokalypse mit Corona bestraft. Und doch war ich so lange weg, denn es ist viel passiert. Der ehrwürdige Bischof hat ein funktionierendes Postsystem gebaut. Kanu hat währenddessen eine Baumfabrik erschaffen. Und ich? Ich freue mich schon wieder hier zu sein und kloppe einen Berg beim Anker weg. Während ich in der Mansion war, wurde der große rote Vorführvorhang bei den Krusty Lou Studios geliefert. Haben Nachbarn für mich angenommen. Den kann ich nun schön im Studio aufhängen. Aber dann spawnen doch tatsächlich Monster auf dem Vorhang. Frechheit. Auch wurden viele Container geliefert, welche der arme Nachbar alle für mich angenommen hat. Da muss ich extra den Keller noch ein wenig erweitern, damit die alle in den Museumskeller reinpassen. In einem Container war eine besonders wertvolle Statue des hochehrwürdigen Bischofs Gizelkamesh so detailliert, wie man selten eine Statue in Minecraft gesehen hat. Doch der neue Kranführer ließ den Container fallen. Die gute Statue! Nur noch Schutt und Asche. In einem weiteren Container ist viel Gold. Als dieser geöffnet wird, strömen sofort Kanu, Tobi und Gizelby herbei, um ihn zu plündern. Das ist ein Museum, kein Selbstbedienungsladen. Gut, dass auch ein Container Sicherheitsroboter beherbergt. Leider sind diese leicht defekt und werden daher nicht in das Museum gelassen. Ich lasse sie erstmal in ihrem Container. Ja, also, großer Erfolg, der große Kellerraum ist fertig. Außerdem gibt es die feierliche Eröffnung der Post. Weiter geht's mit Hurste 27. Wir sind inzwischen im April 2020. Und im Toto heißt es Hashtag Buddeln gegen Corona. Hier unten habe ich wenigstens die Chance, Diamanten zu finden, da das Wollmammut und die Bergfräse bei der Grenze viele Hacken schlucken. Aber ich finde keinen einzigen, mache nur eine weitere Hacke kaputt.
Auch beim Scrap Mining heißt es Hashtag Buddeln gegen Corona. Hier muss man jetzt aber echt eine Chance auf Diamanten haben. Ich opfere meine letzten 3 Diamanten für eine Hacke. Jetzt muss ich was finden. Lange sieht es so aus, als gäbe es keine Diamanten mehr in Ascalon. Alle sind isoliert. Dann aber finde ich noch welche und kann einen Stack erwirtschaften. Im Pen and Paper House kommt die nächste Decke. Und danach auch hier in der Mine noch ein wenig nach Diamanten suchen. Im Krater kann ich die mühsam erfarmten Dias am schnellsten wieder verbraten. Zwischendurch bringe ich aber auch ein Pferd zu Kano, der Donnerstag seine Pferderennstrecke starten will. Er sagt, ich soll den Landweg nehmen. Da muss ich auf der Karte erstmal gucken, wie ich über Land zu ihm komme. Heureka! Kano hat ja bereits einen Weg von mir zu ihm gebaut, den ich bequem nutzen kann. Die letzten Lampen werden im Museum vertratet, dann erscheint das Bild auf der Leinwand. Um keine Probleme mit der TK-Bauaufsicht zu bekommen, mache ich noch einen Weg vom Ausgang des Kinos zu einem provisorischen Notausgang, um sicher die Schnittstellen zur Baustelle. Nee, und ich sichere die Schnittstellen zur Baustelle mit Gerüsten ab. Will ja auch keine Diebe hier haben, der Projekt hat immerhin 18 Diamanten gekostet. Der erste Gast, noch vor Kanu, ist ein Enderman. Und auch bei der Grenze wird mal so richtig viel gebuddelt. Plötzlich höre ich sehr viel Zombie-Stöhnen. Liegt das daran, dass ich The Walking Dead schaue? Plötzlich stöße ich tatsächlich in einen Dungeon. Das erklärt das Stöhnen. Den Spawner lasse ich auch schön hier, ist sowieso auf der Seite des Bischofs. Der kann daraus mit Sicherheit was Schönes basteln. Die Grenze wächst. Hursday 28 im April 2020. Der Vorhang der Krusty Lou Studios wird noch etwas aufgehübscht, dann kommt die Kamera und das Rednerpult. Nun kann ich hier schon Versammlungen abhalten und das live in IMAX streamen. Jetzt fehlt nur noch die Deckenbeleuchtung. Weiter geht's auch in der Mine mit Hashtag Slappen gegen Corona. Fertig! Der Raum ist vollkommen zugeslappt. Jetzt sollen hier nochmal Monster spawnen. Die Monsterbirke dankt es mir hoffentlich. Über Ostern suche ich mal keine Ostereier, sondern Osterdiamanten beim Strip Mining. Dabei baue ich mein Strip Mining Netz komplett neu aus, damit ich noch strukturierter nur innerhalb meiner Grenzen Strip Minen kann. Ich stolpere dabei leider über mehrere störende Lavablasen sowie die alte Obsidian Farm, wo ich für das Dach des ersten Gebäudes der Krusty Lou Studios gefarmt habe. Ja. Und nachdem die nächste Decke beim Pen and Paper ausgezogen wird, baue ich die hiesige Mine nach den neuen Strukturen um. Wieder mal viel Lava im Weg. Gizzleby beruft zum zweiten Konzil ein. Da gibt es Speis und Trank frei Haus. Das ist gut, da mein Essen sich dem Ende zuneigt. Tobi zeigt mir noch eine große Fischspende. Im Konzil selber geht es um die Frage, welches Recht höher gestellt ist, weltliches oder kirchliches. Im Endeffekt kann mir das aber egal sein, da jedwedes Recht zu meinen Ungunsten ausgelegt wird. Außerdem gibt es noch die Eröffnung von Kanus Pferderennstrecke. Mit meinem edlen Ross Avestia trete ich gegen einen Schimmel an, auf dem Tobi reitet. Rennergebnis irrelevant. Hursday 29, April 2020. Im Meteoritenkrater heißt es Hashtag Buddeln gegen Corona. Im Totu heißt es Hashtag Buddeln gegen Corona. Und an der Grenze heißt es Hashtag Buddeln gegen... Ach nee, habe ich ja schon genug gebuddelt. Der Berg ist weg. Dann kann ich ja tatsächlich die Grenze Richtung noch nicht weiter erweitern. An einer Schlucht vorbei bis unter das Aquädukt. Ach, es ist schön zu sehen, wie aktiv der Server aktuell ist. Bei mir die Grenze. Tobi eröffnet eine Bienen- und Pferdezucht. Der Bischof baut einen Bahnhof, der an mein Tunnelsystem angebaut werden soll. Kano erweitert sein Hippodrom. Auf dein Todsgelände entstehen Fernsehstudios. Jackies DNT-Testgelände freut sich bereits auf die Respawn-Anchor, der 1.16 nur Alsarin fehlt. Er denkt irgendwie, man dürfe nur Donnerstagabends auf den Server gehen. Und jeden Donnerstagabend gibt es etwas anderes, das ihn davon abhält. Was? Schon wieder Pen and Paper aus? Oh, also wieder eine Decke ziehen, dann unten das Gebiet abgrenzen und das Strip-Minen beginnen. Ja. Ach, wie schön ist es doch, mit Behutsamkeit, Schaufel und Schwämmen Ton für die Krusty Lou Studios zu farmen. Die Grenze hat ja einige Wasserlöcher, Schrägstrich Flüsse auf meiner Seite zu meinem Besitz deklariert. Hier kann ich in Ruhe Material für das Dach der Studios farmen. Aber leider gibt es hier nicht viel. So muss ich auch bei Kanalraupe und dem 1.15er Dschungel noch suchen. Im Dschungel aber verlaufe ich mich. Plötzlich finde ich nur noch einen Papagei. Über den Landweg bis zur Sandfarminsel bringe ich Polly heile nach Hause. Der Hurste wird zu einem der schlechtesten ever. Im kanuschen Zuf wird gecheatet. Plötzlich hat fast jeder ein Totem der Unsterblichkeit. Ganz ohne Menschen. Cheater! Immerhin nehmen alle an meiner nächsten Umfrage teil, wie Krusty Lou fortgeführt werden soll. Der Parkplatz wird als nächstes gebaut. Dann erstmal das gesamte Fundament. Wobei, wozu ein Parkplatz, wenn das gesamte Studiogelände von Wasser umgeben ist und es bislang keine Straße, keinen Tunnel und nicht mal einen Hafen gibt?
Ach egal, die Mehrheit sagt Parkplatz. Wo ist der 30. April 2020? Das verdammte Land wird nun vernünftig ausgeleuchtet, dafür erstmal ein Weg vor Villa und Museum. Und dann noch eine Karte. Ich beginne mitten im Nirgendwo des Ozeans nordwestlich von Alsarin und kämpfe mich durch den Wald am Pen and Papers vorbei, weit um die Ländereien von dem ehrenwerten Bischof und mir vorbei, bis hin zu den breiten Graden von Kanu. Ich mache noch etwas weiter mit der Infrastruktur, das ist quasi oberirdisches Minen. Für die Karte in Rahmen brauche ich viel Leder. Die Historie meiner Kühe. In meiner Basis habe ich natürlich einen Kuhstall. Ich weiß noch, wie ich die Kühe damals durch ein eigens dafür angelegtes Tunnelsystem darunter angeführt habe. Irgendwann aber plötzlich keine Kühe mehr da. Daher installierte ich einen riesigen Kuhstall auf einer eigens dafür angelegten Insel. Problem? Die Kühe wachsen noch nicht heran, weil die Chancen nie geladen sind. Nun terraforme ich daher den ehemaligen Birkenwald und baue hier ein neues Kuhgatter hin. Und wenn ich schon mal dabei bin, auch alles andere. Als nächstes ein Getreide- und Kartoffelfeld, um die Kühe und mich zu ernähren. Zwar habe ich sowas auch in meiner Basis, aber diese Felder sind seit einem Streit mit Tobi vergiftet, daher lieber den Boden oberirdisch kultivieren. Das sieht dann auch alles gleich viel netter aus. Ja, damit hätte jetzt wohl keiner gerechnet, aber der Museumskeller kriegt noch einen weiteren Raum. Haha! Der war die ganze Zeit nur hinter einer Schicht Pseudo-Erd- und Gesteinsbrocken versteckt. Nun werden weitere Exponate geliefert, die hier aber auch nur gelagert werden. Schnell kann ich den kleineren Kellerraum einräumen und dann ist der Keller fertig. Nachdem schon der Museumskeller fertig ist, mache ich doch direkt mal oberirdisch weiter. In des Bischofs Gnaden folgt der Folterraum. Zu Ehren von wem? Von ihm baue ich ein Treppenhaus. Wie wird es wohl weitergehen? Die Mehrheit entscheidet. Die Mehrheit beginnt derweil ein Gemeinschaftsprojekt im Nether, einen riesigen Bahnhof, an den alle angeschlossen sein sollen. Ja, Hussey, 31. Mai 2020. Während alle anderen so fleißig im Nether sind, starte ich auch hier in der Nether-Festung zum Endspurt. Bald wird es soweit sein, dass man sagen darf, eine komplette Nether-Festung abgebaut zu haben. Ungewohnt ist es nur, dass Beintunnel dorthin nun einen weißen Kreuzgang hat, weil Alsarin einen Tunnel zum Gemeinschaftsbahnhof baut. Meine Insel macht einige Schlenker. Da wäre es doch schöner, die Ostwand stetig weiterlaufen zu lassen. Da ist noch eine unbemannte Birkeninsel zwischen dem Gebiet des Bischofs und mir. Dann schwacke ich mir davon einfach mal ein Viertel ab, ne? Ja. Oben ist außerdem das Zuckerrohrfeld dran, denn Zuckerrohr brauche ich en masse für die Karten. Dann habe ich aber gar keinen Zuckerrohr zum Anpflanzen. Naja, wird schon was auftauchen. Außerdem kommen hierher Bambus für Gerüste und Koruspflanzen für die Kirchensteuer. Des Weiteren wird das Außengelände großflächig und systematisch ausgeleuchtet. Und dann, eigentlich will ich auch schon so lange Gold haben. Ich versuche mich mal an der nächsten Goldfarm. Diese habe ich diesmal sogar extra vorher in Ares ausgetestet. In schwindelerregender Höhe baue ich oberhalb der Netherdecke. Blöderweise fangen auf der Spawn-Area irgendwann auch Viecher an zu spawnen. Die Pigmen tun mir ja nichts, aber Gas sind sehr gefährlich. Zweimal falle ich hinab. Zwei Totem der Unsterblichkeit gingen dabei drauf. Aber dann habe ich hinter eine Goldfarm, auch wenn sie nicht ganz so effektiv ist. Wo ist der 32. Mai 2020? Die 1.16 ist schon lange angekündigt. Im Süden des Landes habe ich auf der Mädchenreise einige kleine Projekte ausgemacht, die ich mir über den dann neuen Nether erschließen möchte. Da Tobi im Süden wohnt, frage ich daher frühzeitig, ob ich von seinem Gebiet aus dann einen Tunnel in meine neuen Projekte führen kann. Er sagte ja, aber er beanspruche ein Gebiet bis zur Koordinate 20.000 für sich selber. Nun ist natürlich die Frage, bei welcher Koordinate das Gebiet überhaupt beginnt. Ich hab so um die 8.000 im Kopf. Aber schriftliche Kommunikation führt zu Missverständnissen, wie man bei jenem Streit, der damals mein Getreidefeld verseuchte, deutlich sieht. Daher wollte ich das alles in Ruhe am Hussey 31 im Teamspeak mit ihm besprechen. Doch an diesem Hussey hat er leider wichtigere Dinge zu tun, als mit mir zu reden. Muss ich natürlich akzeptieren, wenn er innerhalb der 2 Stunden des Husseys keine Zeit hat, mit mir zu reden. Ich nutze die Zeit, um mit meinem neuen Anwalt Kano zu reden, der nun bezeugen kann, dass ich seine Forderungen, die Koordinate 20.000 betreffen, zwar überzogen finde, mir aber vorstellen könnte, mich darauf einzulassen. Aber doch 20.000, nicht 200.000. Doch am selben Abend noch verging Tobi sich an meiner Grenze. Er baute einfach ein Stück ab und sprach es Gisselby zu. Also nochmal zum Mitschreiben.
Tobi beansprucht für sich ein Gebiet mit einem Durchmesser von geschätzt 120.000 Blöcken, dessen Grenze ich bis dato akzeptiere, obwohl er sie bis zum größten Teil gar nicht nutzt und auch keine sichtbare Grenze errichtet hat, und beschneidet dann meine Grenze, die ein klares Areal eingrenzt, mit meinen Gebäuden, meinen Ländereien und einer sichtbaren Grenze. Und dann verlegt er die Verhandlung über seine Südgrenze wieder auf den schriftlichen WhatsApp-Verkehr. Klar ist, dass ich nach dieser Aktion keine Verhandlungen führen werde. Man muss ihm der Fairness halber auch so gestehen, dass er meine beschädigte Grenze derweil wieder aufgebaut hat. Seine Konsequenz für mich? Ich darf sein Gebiet nicht mehr betreten. Da er nun die südliche Grenze definiert hat, geht es nach Ost und West unendlich weiter. Dadurch ist automatisch auch die südliche Grenze statt 20.000 nun unendlich. Er beansprucht für sich also ein Gebiet von unendlich mal unendlich, beziehungsweise unendlich zum Quadrat. Alles südlich von Kanus Gebiet ist für mich tabu, damit auch die Menschen und alle anderen Projekte, die ich dort geplant hatte. Eigentlich hatte ich zwecks solcher Verhandlungen Totems zur Unsterblichkeit für ihn beiseite gelegt. Vielleicht kann ich ihn ja damit zu einem Handel überreden. Aber ganz wichtig, ich habe ihm nicht den Krieg erklärt. Aber vielleicht sollen wir bei der Gelegenheit den Weisen Rat von Ascalon reaktivieren und zu dieser Thematik befragen, ob ein Einzelner sich eine gesamte Himmelsrichtung nehmen darf. Naja, ich mach mal bei Krusty Lou weiter. Der Parkplatz wird fertig gemacht und ich installiere direkt auch ein Polizeiauto. Hör's mal wieder, wer meine Grenze einreißen will. Auf Wunsch von Tobi wird nun das Fundament des gesamten Studiogeländes verlegt. Dabei erst erkenne ich, dass das fertige Gelände nach Jensis dann reinragen wird. Das war so nicht geplant. Schnell frage ich fürs Kanu, ob das ein Problem ist. Nein, ist es nicht. Ich darf das Studiogelände im vollen Ausmaß bauen. Schön, wenn es auch Nachbarn gibt, mit denen man verhandeln kann. Hashtag Slam Game. Ach, ich war ja damit schon fertig. Na gut. Ich wollte ja mein gesamtes Gelände unterbuddeln und ausleuchten. Dann mache ich jetzt einen unterirdischen Raum etwas höher, auch wenn dort nicht ganz so gute Ärzte sein werden. Der nächste Raum im Pen and Paper House. Und dann geht es hier wieder abwärts. Wieso eigentlich mache ich nicht in Ascalon das bereits in St. Oliver 2 bewährte systematische Bodenausbeutesystem? Dann könnte ich mir diese verschiedenen Ebenen spawnen. Sparen. Nicht spawnen. Stattdessen beginne ich nun den gesamten Untergrund systematisch auszubuddeln und spawnsicher zu machen. Die Verhandlungen bezüglich verschiedener Ansprüche auf Großgebiete verliefen überraschend diplomatisch und zielführend. Nun ist mit Tobi auch mein Netatunnel zu meiner Mansion, den Naturschutzgebieten und Villages abgesprochen. Auch und im Museum kann ich endlich das Ei der Unendlichkeit ausstellen. Ja, und ich denke, ich habe jetzt auch genug erzählt. Ich meine, wir hatten eine ganze Menge. Der Anfang von Corona, meine Reise zur Mansion, mein Umzug, ich denke mal, das reicht für heute vom Blog. Wie man hier sieht, bin ich mit Tobi und Kanu unterwegs und ich glaube, Gizzleby war auch dabei. Wir suchten hier nach Trims. Jetzt kann ich es ja verraten. Wir suchen nach Trims. Wir waren auch schon in einer Bastion. Ja, und ja, ich hatte ja schon erzählt, die Trims, die Kanu ja letztens schon gefunden hat, die zählen ja für mich nicht. Aber wenn wir hier jetzt auf einer gemeinschaftlichen Reise bei einem Hey, jetzt haben sie mir eine Mauer! Ja, danke, Kanu. Wenn wir jetzt natürlich auf einer gemeinschaftlichen Reise ein was finden, dann ist er natürlich was gemeinschaftlich gefunden, sondern darf ich meine Rüstung hier auch entsprechend ausrüsten. Wir müssten nur was finden. Gut, jetzt habe ich mich natürlich auf den Blog konzentriert. Ich weiß nicht, ob wir schon was gefunden haben, denn so viel darf ich berichten. Wir haben was gefunden. Und wir haben dann auch weitergesucht. Aber ich glaube, wahrscheinlich haben wir schon gesehen, dass wir was gefunden haben. Und Gizzleby hatte, glaube ich, das erste Tram gefunden. Und wir haben dann auch noch weitergesucht. Tobi kam ja auch erst später dazu, wie man hier im Videomaterial, das ich ja unkommentiert gelassen habe, gesehen hat. Hier ist jetzt ein Basalt Delta. Wir haben dann direkt gesehen, im Basalt Delta wollten wir eigentlich nicht suchen. Wir sind, glaube ich, vorhin auch schon mal abgebogen wegen eines Basalt Deltas. Weil da ist es einfach blöd, vorwärts zu kommen. Und da ist die Chance auf Trims halt relativ gering. Ja, aber hier, es sieht schon geil aus. Das muss man ja dann trotzdem auch mal sagen. So ein Basalt-Delta. Ja, ja, und da bauen sie fleißig. Oh, was auch? Oh, Gizzlegamish, der geht jetzt auf eine eigene Tour. Genau, der fliegt mit den Lightrunner. Hoffentlich findet der den Rückweg. Der sucht jetzt alleine, während wir uns hier jetzt doch mal den Weg hier. Wir sind ja hier nur am Rand von einem Basalt-Delta. Da sollte es jetzt nicht so weit gehen. Hier sieht man, wie schön einträchtig Kanu und Tobi bauen. Und ich genieße hier einfach nur die Aussicht. Ja. Und da ist Gizzlegamish schon wieder. Und Gizzlegamish berichtet, dass er was gefunden hat. Wie bitte? Gizzlegamish?
Oh, die anderen hören ihn nicht zu, die bauen weiter. Aber Gilgamesch versucht gerade zu berichten. Er hat was gefunden. Rückzug, Rückzug, wir müssen woanders hin. Oder? Nee, wir hören nicht auf Gilgamesch. Die beiden bauen immer weiter. Finden immer mal wieder schöne Lava-Einbrüche, wie das so ist, wenn man im Nether buddelt. So, und dann ist ja, wie schön einträchtig. Es sieht doch einfach schön aus, wie die beiden da einträchtig nebeneinander die Brücke bauen. Ja. Aber ihr seht schon, Gilgamesch ist nicht mehr dabei. Gilgamesch ist mit was anderem beschäftigt. Und deswegen warte ich jetzt, dass Gilgamesch nochmal zu uns kommt. Um zu rufen, ey, umdrehen! Wir müssen woanders lang! Wo ist er? Wir sind hier gerade, wie man sieht, über einem Wirrwald. Und die Brücke wird weitergebaut, in der Hoffnung, was zu finden. Ah, wenn wir hier jetzt ein Portal bauen würden, wie weit weg wir von der Basis wären. Man hat's, ach genau, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Wir sind ja immer zur alten Mesa von Kanu gefahren, über die Blue-Eyes-Strecke. So, und jetzt haben wir die Nachricht von Giselle bekommen. Er hat was gefunden, wo wir jetzt auf jeden Fall hin müssen. Hier wird es jetzt mega spannend, aber ihr seht es wahrscheinlich schon. Die Folge ist gleich zu Ende. Das ist ja blöd. Ja, anscheinend muss ich diese spannende Stelle jetzt wirklich zu einem Cliffhanger machen. Hier ist eine Bastion. Das wird jetzt, und zwar eine richtig große Bastion. Das wird jetzt voll der Cliffhanger. Denn ich sage jetzt hier an dieser Stelle, wo es gerade so megamäßig spannend ist. Arrivederci, over and. Nächste Folge geht es weiter. Out.